Diese Kurve ist das Ergebnis einer unglaublichen Erfolgsgeschichte. Seit 200 Jahren werden wir jedes Jahr produktiver. Wir haben dieser Kurve also einiges zu verdanken. Dass wir in Deutschland ein gutes Leben führen können, dass niemand verhungern oder auf der Straße leben muss, dass Bildung kostenlos ist und jeder eine gute Gesundheitsversorgung bekommt. Aber was ist, wenn das alles auf einmal nicht mehr gegeben ist? Kriegen wir jetzt nicht die Kurve, wird sich unser Leben radikal verändern. In diesem Video geht es um eine Bedrohung für unsere Zukunft, die manche schon mit dem Klimawandel vergleichen. Und um die Frage, ob künstliche Intelligenz uns retten kann. Die geht ja gerade total durch die Decke. Und ziemlich sicher ist ChatGPT da nur der Anfang. Der Anfang einer neuen industriellen Revolution, die unsere Wirtschaft komplett auf den Kopf stellen könnte. Ich bin Jessie, Journalistin und Host von Was kostet die Welt? Wir sind das neue Wirtschaftsformat bei Funk und ich würde sagen, los geht's. Bevor wir zur künstlichen Intelligenz kommen, brauchen wir etwas volkswirtschaftliche Theorie. Ich hoffe, ihr steht darauf. Schauen wir uns die Grafik von eben mal genauer an. Diese Kurve sagt uns, wie produktiv die Menschen in Deutschland bei der Arbeit sind. Hier sehen wir jetzt den Ausschnitt von 1970 bis 2021. Das Ganze nennt sich Arbeitsproduktivität. Wir können in der Kurve also ablesen, wie viel Euro die Arbeit eines Deutschen pro Jahr im Schnitt wert ist, wie viel Bruttoinlandsprodukt er oder sie erzeugt. Und genau so kann man die Arbeitsproduktivität auch berechnen. Arbeitsproduktivität ist gleich BIP pro Erwerbstätigen. Das Bruttoinlandsprodukt ist ein Maß für die wirtschaftliche Leistung eines Landes. Dafür wird einfach der Wert aller in Deutschland hergestellten Waren und Dienstleistungen gemessen. Letztes Jahr waren es ungefähr 4 Billionen Euro. Und in diesen 4 Billionen Euro steckt die Arbeit von Millionen Menschen. Je nachdem, wie produktiv sie sind, fällt das BIP größer oder kleiner aus. Die Produktivität ist also ziemlich zentral für unser Leben. Sie bestimmt, wie viele Döner, Haarschnitte, Autoteile, Zeitungsartikel und die Erwerbstätigen in einem gewissen Zeitraum erzeugen können. Und das entscheidet darüber, ob und wie stark unsere Wirtschaft wächst. Nehmen wir zum Beispiel das Jahr 2010. Da hat ein Erwerbstätiger im Schnitt rund 76.000 Euro zum BIP beigetragen. Ganz anders sah das vor 200 Jahren aus. Wir sind jetzt im Jahr 1800, also ungefähr 40 Jahre vor der Industrialisierung. Da war die Arbeit eines Menschen in heutigen Preisen rund 3.500 Euro wert. Die Leute waren damals also viel unproduktiver als wir heute. Zwei Drittel der Menschen haben da noch in der Landwirtschaft gearbeitet und das vor allem mit den Händen. Und so sah das mehr oder weniger auch die Jahrhunderte davor aus. Aber dann passiert etwas Unglaubliches. Innerhalb der nächsten zwei Jahrhunderte explodiert die Produktivität und damit auch das Wirtschaftswachstum. Los geht alles in England. Von dort breitet sich die industrielle Revolution aus. Die Maschinen werden immer effizienter, die Fabriken immer größer und es entsteht ein neues Wirtschaftssystem, der Kapitalismus. Und der belohnt vor allem die Leute, die mehr produzieren und mehr verkaufen als andere. Wer seine Produktivität steigern kann, hat einen Vorteil gegenüber der Konkurrenz. Dieser Mechanismus wird zum Wohlstandsmotor. Hier muss ich mal ganz kurz was einschieben. Diese krasse Erfolgsgeschichte hatte natürlich auch ihre Schattenseiten. Sklaverei, Umweltzerstörung, Kinderarbeit. Und dieser Wohlstand, der da entstanden ist, hat sich super ungleich verteilt. Das ist aber ein Riesenthema und damit auch Thema für ein anderes Video. Wenn ihr sowas mal sehen wollt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Jetzt aber zurück zu unserer Grafik. So richtig durch die Decke geht die Produktivität dann nach dem Zweiten Weltkrieg, so ab ca. 1950. In der Nachkriegszeit erlebt Deutschland das sogenannte Wirtschaftswunder. Autos, Kühlschränke, Radios, Fernseher, alles made in Germany wird zum Exportschlager und Deutschland zu einem reichen Land. Ich meine, schaut euch das mal an. 1950 lag die Produktivität noch bei knapp 17.000 Euro je Erwerbstätigen. 30 Jahre später sind es schon mehr als 60.000 Euro. Seitdem schraubt sich die Produktivität bis auf ein paar Ausreißer verlässlich nach oben. Aber was passiert mit diesen Produktivitätsgewinnen eigentlich? Sie landen in Form von höheren Löhnen in unseren Geldbeuteln. Naja, nicht alles. Ein Teil dieser Produktivitätsgewinne ist auch in Freizeit geflossen. Stellt euch zum Beispiel einen Bäcker vor. Bislang knetet und formt der seine Brezen mit der Hand. Dann kauft er sich einen Roboter, der das für ihn übernimmt und viel schneller ist. Und er hat jetzt zwei Optionen. Entweder er verkauft mehr Brezen und verdient dann auch mehr. Oder er verkauft genauso viele Brezen wie vorher und macht dafür lieber früher Feierabend. In seiner Freizeit kann er dann, keine Ahnung, Yoga machen oder klettern gehen. Um 1850 waren 15-Stunden-Schichten in den Fabriken noch ganz normal und das von Montag bis Samstag. Von einer 4-Tage-Woche, wie wir sie jetzt gerade diskutieren, haben unsere Vorfahren also nur geträumt. Aber es gibt da ein Problem. Das sehen wir besonders gut in dieser Grafik. Hier geht es jetzt nicht mehr darum, wie viel Euro BIP ein Erwerbstätiger im Jahr erzeugt, sondern wie viel Prozent mehr oder weniger es im Vergleich zum Vorjahr sind. Und ihr seht vielleicht schon, worauf ich hinaus will. Die Kurve fällt.
Seit den 50ern sind wir zwar fast jedes Jahr produktiver als noch das Jahr zuvor, aber die Zuwächse werden immer schwächer, bis hin zur Quasi-Stagnation. Zwischen 1970 und 1980 ist die Arbeitsproduktivität im Schnitt rund 2,6% im Jahr gewachsen. 2020 waren es dann nur noch 0,2%. Warum ist die Produktivität, unser wichtigster Wirtschaftsmotor, so ins Stocken geraten? Dazu kommen wir gleich. Zuerst will ich euch aber zeigen, warum das ganz konkrete Folgen für unser Leben hat. Schauen wir uns dafür eine Gleichung für das Pro-Kopf-Einkommen an. Okay, also zuerst, für was stehen diese ganzen Variablen eigentlich? Y ist das BIP, das ist hier gleichbedeutend mit dem Einkommen. B sind die Einwohner oder die Gesamtbevölkerung. Und L sind die Leute, die arbeiten, also die Erwerbstätigen. Die Formel sagt uns also, dass das gesamte Einkommen einer Volkswirtschaft, aufgeteilt auf die Bevölkerung, also das Pro-Kopf-Einkommen, davon abhängt, wie viel BIP ein Erwerbstätiger erzeugt, das ist unsere Arbeitsproduktivität, und wie viele Menschen gemessen an der Gesamtbevölkerung arbeiten, das ist die Erwerbsquote. Klar, das individuelle Einkommen hängt natürlich von tausend anderen Sachen ab, von der Bildung, vom Wohnort, vom Job. Aber wir schauen jetzt hier gerade durch die makroökonomische Brille. Produktivität und Erwerbsquote bestimmen, wie viel Geld in einer Volkswirtschaft an die Menschen verteilt werden kann. Wie es dann verteilt wird, ist wieder eine andere Frage. An der Produktivität entscheidet sich also ziemlich viel. Stagniert oder sinkt sie, sinkt auch das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen. Steigt die Produktivität, werden auch die Einkommen größer. Und bevor jetzt jemand protestiert, es stimmt, in vielen Ländern wächst die Produktivität viel stärker, als es die Einkommen tun, vor allem in den USA. In Deutschland kann man das so eindeutig aber nicht sagen. Schaut mal. Die blaue Kurve, das sind die Reallöhne. Die gelbe Kurve ist die Arbeitsproduktivität. Zwischen 2011 und 2021 sind die Kurven relativ parallel verlaufen. Hier sind die Löhne sogar deutlich stärker gewachsen als die Arbeitsproduktivität. Okay, aber jetzt gehen wir mal zurück zu unserer Formel. Man könnte hier jetzt argumentieren, eigentlich ist es doch egal, wie produktiv wir sind, wenn es nur einfach immer genug Menschen gibt, die arbeiten. Dann würde dieser Wert hier steigen und wir hätten alle mehr Geld in der Tasche. Egal, was mit der Produktivität passiert. Aber auch hier gibt es ein Problem. 2020 waren noch über 65% der Menschen im sogenannten erwerbsfähigen Alter. Bis 2040 wird dieser Anteil auf unter 59% sinken. Und das ist der demografische Wandel, von dem alle sprechen. Anfang der 70er kamen plötzlich weniger Babys auf die Welt, als Menschen gestorben sind. Und das ist bis heute so geblieben. Das heißt aber auch, in den nächsten Jahren geht die letzte geburtenstarke Generation in Rente. Das sind die Babyboomer. Und das reißt eine riesige Lücke in den Arbeitsmarkt, weil einfach nicht genug neue Leute nachkommen. Heute arbeiten in Deutschland 46 Millionen Menschen. 2035 sind es dann schätzungsweise 7 Millionen weniger. Das ist ein Siebtel des Arbeitsmarkts. Das ist wirklich historisch. Unser Wohlstand baut darauf auf, dass es immer genug Leute gibt, die arbeiten können. Und damit ist jetzt Schluss. Jetzt haben wir einen Fachkräftemangel. Dieses Wort habt ihr gehört, das geistert gerade überall herum und man merkt es auch schon im Alltag. Restaurants haben mehr Ruhetage, überall fehlen die Lehrer und es dauert Monate, bis mal der Handwerker kommt. Und wir werden es über kurz oder lang auch im Geldbeutel merken. Denkt an unsere Formel für das Einkommen. Eine sinkende Erwerbsquote bedeutet weniger Einkommen. Davor hat vor kurzem auch die Kreditanstalt für Wiederaufbau, kurz KfW, mit ziemlich deutlichen Worten gewarnt. Bleibt das Produktivitätswachstum derart schwach und verstärkt sich gleichzeitig der Rückgang des inländischen Fachkräfteangebots, bedeutet dies eine Zeitenwende. Deutschland träte noch in diesem Jahrzehnt in eine Ära anhaltend stagnierenden, womöglich schleichend schrumpfenden Wohlstands ein. Und der Stepstone-Geschäftsführer Sebastian Detmers schreibt in seinem Buch Die große Arbeiterlosigkeit sogar: Ich halte die Arbeiterlosigkeit neben dem Klimawandel für die größte Gefahr unserer Zeit. Also halten wir nochmal kurz fest. Wir verdanken unseren Lebensstandard in Deutschland vor allem zwei Dingen. Dass es genug Arbeitskräfte gibt und dass diese Arbeitskräfte jedes Jahr mehr BIP erzeugen. Bei beiden Faktoren geht der Trend aber in die falsche Richtung. Okay, ihr fragt euch jetzt aber vielleicht, warum euch das interessieren sollte. Wenn also alles so weiterläuft wie bisher, müssen wir uns auf ein anderes Leben in Deutschland einstellen. Unser Wirtschaftssystem ist einfach darauf ausgelegt, dass die Wirtschaft jedes Jahr wächst. Das ist zwar nicht mehr ganz unumstritten, aber eine schrumpfende Wirtschaft hat ziemlich viele Gefahren. Die Unternehmen haben dann zum Beispiel weniger Spielraum beim Gehalt und müssen Leute entlassen. Und dem Staat fehlen auch die Steuereinnahmen. Und das hätte Auswirkungen auf ganz viele Lebensbereiche, die mir und auch euch wichtig sind. Im Worst Case ist dann Schluss mit dem deutschen Wohlstandsversprechen. Also, wie können wir unseren Lebensstandard retten? Eine Möglichkeit wäre es, mehr Menschen auf den Arbeitsmarkt zu bringen. Also am L aus unserer Formel für das Pro-Kopf-Einkommen zu schrauben. Da setzt auch die Regierung an. Sie will den demografischen Wandel zum Beispiel mit mehr Zuwanderung bekämpfen.
Wir brauchen qualifizierte Zuwanderung und zwar deutlich mehr als in der Vergangenheit. Und mehr Mütter in den Arbeitsmarkt holen. Dann hätten wir mit einem Schlag 840.000 mehr Arbeitskräfte in Deutschland. Ökonomen und Wirtschaftsverbände fordern außerdem, dass wir mehr Stunden arbeiten und später in Rente gehen. Aber das wird wahrscheinlich alles eh nicht reichen. Laut der KfW müssten ab sofort jedes Jahr 1 Million Menschen nach Deutschland einwandern. Netto, also nach Abzug der Auswanderer. Nur so gäbe es in Zukunft auch noch genug Menschen, die arbeiten können. Zwischen 2010 und 2020 sind aber pro Jahr im Schnitt nur 530.000 Menschen nach Deutschland gekommen. Und längst nicht alle, die hier ankommen, haben auch eine Arbeitserlaubnis. 1 Million ist also völlig unrealistisch. Auch die Zahl der Arbeitsstunden geht seit vielen Jahren zurück. 1970 hat ein Erwerbstätiger noch knapp 2000 Stunden im Jahr gearbeitet. Jetzt sind es nur noch ungefähr 1300. Und die Menschen gehen auch immer früher statt später in Rente. All das müsste sich in den nächsten Jahrzehnten komplett umkehren. Es spricht also einiges dagegen, dass wir unseren Lebensstandard über mehr Arbeitskräfte oder mehr Arbeitsstunden halten können. Was also tun? Denken wir noch mal ganz kurz an unsere Formel für das Einkommen zurück. Die zweite Stellschraube ist da ja die Arbeitsproduktivität. Und an die müssen wir jetzt ran. Denn das L zu stabilisieren, also die Zahl der Erwerbstätigen, wird ja eher schwierig. Damit unsere Wirtschaft in den nächsten 20 Jahren auch nur um 1% wachsen kann, muss die Arbeitsproduktivität laut der KfW künftig mehr als doppelt so stark wachsen wie im letzten Jahrzehnt. Für 1% Wirtschaftswachstum brauchen wir dann statt 0,6% Produktivitätswachstum 1,4%. Okay, aber wie soll das gehen? Der Trend geht ja wie gesagt in eine ganz andere Richtung. Wir brauchen jetzt was, das unsere Produktivität so richtig boostet, wie die Erfindung der Dampfmaschine damals. Und da kommt eigentlich nur eine Technologie in Frage. Im November 2022 macht das amerikanische Unternehmen OpenAI sein Sprachmodell ChatGPT öffentlich zugänglich. Und die Welt rastet aus. ChatGPT. 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 ChatGPT, dude. Plötzlich gibt es wieder einen riesigen Hype um künstliche Intelligenz. Ich habe mich bei der ganzen Sache vor allem gefragt, ist das jetzt dieser große Durchbruch? Kommt jetzt endlich das vielbeschworene zweite Maschinenzeitalter? Diese Frage beschäftigt auch Mirko von Mr. Wissen2Go. Ich habe ihn nach seiner Einschätzung zu dem Thema gefragt. Ja, ChatGPT ist ein wirklicher Quantensprung in der KI-Entwicklung. Das Modell gehört zur Kategorie der generativen KI. Anders als zum Beispiel Alexa reagiert es auf Fragen nicht einfach mit vorprogrammierten Antworten. Die neueste Version, ChatGPT-4, wurde mit mehreren Terabyte Text und Bildern darauf trainiert, aus dem Stegreif komplett neue Inhalte zu generieren. Und es folgt dabei den Mustern der menschlichen Sprache. Es kann also eine völlig natürlich klingende Unterhaltung führen und Kontext verstehen. Oder eine Kurzgeschichte schreiben, die es genauso vorher noch nicht gegeben hat. ChatGPT-4 kann mit ein paar Anweisungen sogar eine Website programmieren. KI ist jetzt also nicht mehr nur Datenanalyst, sondern auch, wenn man so will, Content Creator und kann uns damit kräftig unter die Arme greifen. Aber ChatGPT kann uns sehr wohl falsche Antworten erfinden. Man sollte dem Programm also nicht blind vertrauen und alles immer gegenchecken. Und es wirft eine ganze Reihe ethischer Fragen auf, zum Beispiel was die Verbreitung von Falschmeldungen betrifft. Nichtsdestotrotz kann man sagen, 2022 war das Jahr, in dem die künstliche Intelligenz ihrem Hype gerecht wurde. Okay, die KI-Entwicklung hat gerade also wirklich einen riesigen Sprung nach vorne gemacht. Aber heißt es auch, dass uns ChatGPT und Co. produktiver machen? Dazu gibt es tatsächlich schon erste Untersuchungen. Wissenschaftler in den USA haben sich gefragt, ob ChatGPT und vergleichbare KI-Programme wirklich so krasse Hilfsmittel sind. Und die Antwort lautet ja. Die Studienteilnehmer konnten mit KI deutlich schneller Texte und Code programmieren. Und das Ergebnis war zum Teil sogar besser. Das ist auf jeden Fall ein erster starker Hinweis dafür, dass KI die Arbeitsproduktivität deutlich steigern kann. Bis jetzt gibt es aber keine guten Daten, wie KI die Wirtschaft insgesamt beeinflusst, nur Prognosen. Die Unternehmensberatung Accenture sagt zum Beispiel, die Produktivität der Beschäftigten in Deutschland kann dank KI um 29% steigen. Und die Unternehmensberatung McKinsey hat schon vor 5 Jahren gesagt, KI habe ein größeres Potenzial als die Dampfmaschine.
Solche Aussagen sind natürlich immer mit Vorsicht zu genießen. Die Unternehmen gehen in ihren Berechnungen oft von einem Szenario aus, in dem die neueste KI-Technologie den Unternehmen ohne Einschränkung zur Verfügung stehen und auch zum Einsatz kommen. Das ist aktuell vor allem in Deutschland nicht so. Aber der Gedanke, dass KI der Produktivität einen krassen Schub verleihen wird, liegt natürlich nahe. KI braucht keine Pausen und keinen Urlaub. Und schaut euch mal die Geschwindigkeit an, in der ChatGPT einen Text oder Code raushaut. Vielleicht wird die KI dafür sorgen, dass ein Mensch in Zukunft die Arbeit vieler macht. Und das könnte uns dabei helfen, mehr aus unserer Arbeitszeit herauszuholen. Ob das aber reicht, die Produktivität zu verdoppeln, so wie es laut KfW nötig wäre, das habe ich Cornelius Markert gefragt. Der ist Ökonom und Geschäftsführer des Instituts für die Geschichte und Zukunft der Arbeit in Berlin. Da eine Verdopplung hinzubekommen, ist durchaus möglich. Das haben wir historisch auch schon gesehen. Und durch die Computertechnik, zu der eben auch das Internet und die künstliche Intelligenzanwendungen zählen, sind nun auch Tätigkeiten der Kopfarbeit möglich zu automatisieren. Und das ist eine ganz neue Qualität der Automatisierung, die dadurch erschlossen wird. Das war jetzt vielleicht gerade der wichtigste Satz im Video, Leute. Fast alle manuellen Tätigkeiten können heute von irgendeiner Maschine erledigt werden. Da ist längst das Ende der Fahnenstange erreicht. Die Maschinen können jetzt aber auch für uns denken und das schlägt ein ganz neues Kapitel auf. Ich will das noch deutlicher machen. Was macht uns eigentlich überhaupt produktiv? Schauen wir uns dafür nochmal eine Formel an. Das ist eine einfache aggregierte Produktionsfunktion. Sie beschreibt, welche Faktoren über die Produktionsleistung eines Landes entscheiden. Der Arbeitseinsatz, das sind unsere Erwerbstätigen aus der Formel vorher. Auf den Kapitalstock gehe ich hier nicht weiter ein. Nur so viel, dazu zählen zum Beispiel Gebäude und Maschinen. Für uns interessant ist jetzt das T, also das technische Wissen. Diese Variable ist so ein bisschen die Blackbox in der Formel. Man kann den technischen Fortschritt schwer messen, aber er ist das Zünglein an der Waage für die Produktivität. Sowohl der Faktor Arbeit als auch der Faktor Kapital sind begrenzt. Wir können ja nicht 24 Stunden durcharbeiten oder unendlich viele Fabriken bauen. Vor der industriellen Revolution konnten die Menschen nur schwer mehr Lebensmittel oder Kleidung produzieren, weil sich am Tee nicht wahnsinnig viel getan hat. Klar gab es da auch Erfindungen, aber so richtig bahnbrechend waren die nicht. Dann gibt es plötzlich Elektrizität und die Dampfmaschine und das Fließband. Der technische Fortschritt geht durch die Decke und der Rest ist Geschichte. Ein ordentlicher Schub für die Produktivität kann also nur vom technischen Fortschritt kommen. Und darum ist es so krass relevant, dass KI mit der Kopfarbeit jetzt ein ganz neues Fass anzapft. Das hilft übrigens auch gegen den demografischen Wandel. Wenn KI immer mehr Jobs übernehmen kann, können wir Menschen unsere Talente anderswo einsetzen. Bleibt die Frage zu klären, wann der KI-Produktivitätssprung kommt. KI, Computer und das Internet gibt es ja wie gesagt nicht erst seit gestern. Trotzdem stagniert das Produktivitätswachstum ja. Wissenschaftler zermartern sich über diese Frage schon seit Jahren den Kopf. Sie haben dem Phänomen sogar einen eigenen Namen gegeben, Produktivitätsparadoxon. Dafür gibt es viele verschiedene Erklärungsversuche. Einer davon kommt von dem amerikanischen Wissenschaftler Eric Brynjolfsson. Er behauptet, die Produktivität hat sich historisch immer entlang einer J-förmigen Kurve entwickelt. Das Ganze sieht in der Theorie dann so aus. Wenn eine bahnbrechende neue Technologie eingeführt wird, kann die Produktivität erstmal sogar runtergehen, bevor es zum steilen Aufschwung kommt. Warum da so eine Verzögerung drin ist, erklärt Cornelius Markert so. Der Grund, dass diese Technikschübe immer erst zeitversetzt ihre Wirkung entfalten, liegt darin, dass die Unternehmen sich erst darauf einstellen müssen. Also sie müssen ihre Produkte, ihre Geschäftsmodelle verändern, die Arbeitsorganisation muss angepasst werden, die MitarbeiterInnen müssen geschult werden, die Führungskräfte müssen ihre Denkmuster verändern und all das benötigt Zeit und Geld und ist auch mit den ökonomischen Messmethoden schwer abbildbar. Diese Logik gilt laut Brynjolfsson für alle sogenannten General-Purpose-Technologies, also Allzwecktechnologien, die das Potenzial haben, ganze Volkswirtschaften zu beeinflussen, wie die Dampfmaschine, das Internet oder eben KI. Die Dampfmaschine zum Beispiel war schon um 1700 im Kohlebergbau im Einsatz, aber erst 100 Jahre später hatte sie ihren großen Durchbruch, James Watt sei Dank. Die Frage ist jetzt natürlich, sehen wir diese J-Kurve auch in der Statistik? Dafür schauen wir kurz in die USA, die sind ja immer so ein bisschen vor uns. In deren Produktivitätskurve könnte man da auf jeden Fall ein J reininterpretieren, mal abgesehen vom Corona-Knick hier am Ende. Und stehen wir vielleicht am Anfang einer neuen Ära, in der die Produktivität wieder stark ansteigt. Brynjolfsson jedenfalls geht davon aus, dass wir uns gerade im vorderen Teil der J-Kurve befinden. Stimmt das, könnte sich auch das deutsche Produktivitätswachstum, also in etwa so, weiterentwickeln. Genau wissen können wir es natürlich nicht und vielleicht liegen wir auch völlig falsch. Aber es gibt auf jeden Fall ein paar Anzeichen, die dafür sprechen. In den USA und Europa werden gerade immer mehr Patente rund um KI angemeldet und es wird auch immer mehr Personal in dem Bereich gesucht. Und ausgerechnet der Fachkräftemangel könnte uns jetzt sogar in die Karten spielen.
Aus der Vergangenheit wissen wir, wenn Arbeitskräfte fehlen, pusht es Innovationen und Investitionen in neue Technik. Maschinen ersetzen den Menschen, weil anders nicht produziert werden kann. Schaut doch mal in unser Quellendokument. Und Cornelius Markert hat mich noch auf einen weiteren Vorteil des Fachkräftemangels hingewiesen. Das wird über kurz oder lang dann auch dazu führen, dass die Löhne steigen. Und das ist gut für die Beschäftigten, aber in dem Fall eben auch gut für die Unternehmen. Denn damit lohnt sich der Technikeinsatz, damit lohnt sich der Einsatz auch von KI-Anwendungen. Dass Löhne in Mangelberufen meist steigen, ist also ein starker Anreiz für die Einführung neuer Technik, wie KI. Wie so vieles in diesem Video stimmt es zumindest in der Theorie. Ob es dann tatsächlich so kommt, ist wieder eine andere Frage. So viel steht aber fest. Viel mehr Zeit kann sich das Produktivitätswunder nicht mehr lassen. Und wir sollten auch alles dafür tun, dass die Rahmenbedingungen stimmen. KI könnte die Jahrhunderttechnologie sein, auf die wir gewartet haben. Sie kann uns produktiver machen und die Fachkräftelücke schließen. Und so könnte sie auch unseren Wohlstand retten. Von alleine passiert es aber nicht. Erst 9% der Unternehmen in Deutschland setzen KI ein. Das muss einfach mehr werden. Vor allem die Politik ist jetzt gefragt. Sie muss künstliche Intelligenz embracen und dafür sorgen, dass auch die Unternehmen das tun. Ganz zentral ist dafür eine günstige und grüne Energie. KI frisst extrem viel Strom und wird ja ansonsten zum unbezahlbaren Klimakiller. Technik per se löst unsere Probleme nicht. Es geht immer auch um die Rahmenbedingungen. Und die Wohlstandsgewinne durch KI müssen dann auch fair verteilt werden. Wir haben uns heute stark auf die Theorie bezogen. In der Realität gibt es natürlich sowas wie Verteilungskämpfe. Nicht alle sind davon überzeugt, dass technologischer Fortschritt unweigerlich das Leben aller besser macht. Schaut euch mal die Arbeit des MIT-Ökonoms Darren Acemoglu an. He's got a point. Die Politik muss also sicherstellen, dass die gesamte Gesellschaft von den erhofften Produktivitätssprüngen durch KI profitiert. Und nicht nur das Kapital, also diejenigen, denen die Lizenzen und Roboter gehören. In der industriellen Revolution haben zuerst die Unternehmer und Investoren profitiert. Viel später haben sich auch die Arbeits- und Lebensbedingungen der breiten Masse verbessert. Einerseits müssen wir also hoffen, dass sich die Geschichte wiederholt, dass wir einen zweiten Dampfmaschinen-Moment erleben. Aber wir sollten auch aus den Fehlern der Vergangenheit lernen. Ich hoffe, euch hat dieser makroökonomische Deep Dive gefallen. Genau dafür gibt's uns jetzt hier bei Funk. Wir wollen unsere Faszination für Wirtschaft mit euch teilen und zeigen, wie sie unser Leben jeden einzelnen Tag beeinflusst. Ab sofort gibt es hier also jetzt 3-mal im Monat Wirtschaftscontent von uns. Und jetzt seid ihr dran. Macht euch KI eher Angst oder freut ihr euch auf Kollege Roboter? Interessieren euch solche volkswirtschaftlichen Fragen und welche Wirtschaftsthemen findet ihr noch so spannend? Schreibt alles in die Kommentare. Und wir freuen uns natürlich auch mega über euer Abo. Wenn ihr wissen wollt, was die Schattenseiten von KI sind und wie die Politik darauf reagiert, schaut doch mal bei die da oben vorbei. Die haben vor kurzem dieses Video über ChatGPT gemacht. Und in diesem Video erklärt euch Mirko alias Mr. Wissen2Go, wie es um die deutsche Energieversorgung steht. Das ist ja auch eine nicht ganz irrelevante Frage für KI. Und damit bis zum nächsten Mal.